Hallo und herzlich willkommen zu Jurassic World Evolution 2. Ich bin der Ingo 1150, also der Ingo mit den vier Einsen. Viele kennen mich ja von Transportführer 2 oder eigentlich ja nur von Transportführer 2 oder ein paar Videos, die ich hier mit dem The Berg, mit dem Chris zusammen gemacht habe auf seinem Kanal hier. Aber da ging es ja um Schönbau und um Mods und so weiter. Und irgendwie so nach einem langen Sommer, wo ich nicht so viel am Rechner gesessen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dieses Spiel Jurassic World, gerade den zweiten Teil, mal auf meiner Festplatte hier entdeckt. Den hatte ich irgendwann mal im Sale mit zusätzlichen Add-ons hier, also DLCs, schon gehabt. Habe den ersten Teil auch gespielt damals, aber der ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe dann mal, so jetzt im Winter hin, die Kampagnen gespielt. Weil gut, die Kampagne war ja sehr überschaubar, aber dank der zusätzlichen Möglichkeiten, wie gesagt, ich habe ja hier so ein paar Inhalte mit runtergeladen. Da ist so zum Beispiel diese Malta-Geschichte mit bei, oder diese neue, wo ist es denn hier, neue Zeitalter, Biosyn. Ja, dadurch hat man schon doch ein bisschen länger spielen können. Und dann gab es ja noch diese Chaos-Theorie-Geschichte hier unten. Wunderbar, aber jetzt ist es Zeit mal, ja, hier ein Sandkastenspiel zu starten, und zwar im Bereich so Schönbau, also so wie wir bei Transportführer kennen, dass man die Länder so ein bisschen schön. Also bei mir ist es ja nicht so, dass ich alles so steril und geradlinig mache, sondern einfach so die Natur versuche so ein bisschen rüberzubringen, ein bisschen funktionell natürlich auch. Ja. Hier ist mal so ein paar grobe Einstellungen im Menü, falls sich da jemand für interessiert. Ich habe grundsätzlich ja hier unten alle gemochten, da wird sich nachher noch ein bisschen was ändern. Wissenschaftler sind da, klar, aber die Forschung an sich habe ich ausgeschalten. Ja. Wenn man am Anfang natürlich bauen möchte, dann bräuchte man ja auch schon alle Gebäude, logischerweise. Und um sich da auch ein bisschen was auszusuchen, ja, dann nützt es ja nichts, wenn man dann erst forschen muss. Stundenlang reißt man wieder die ersten Sachen ab, war nicht so die Lösung. Ja, hier habe ich unbegrenzter Treibstoff und Zerstörer. Ja, ist auch Quatsch, ja. Die paar Dollar für einen Treibstoff und für ein Fahrzeug hat man dann auch noch, ja. Aber das ist halt nur nervig, ja. So, Mods gibt es natürlich für dieses Spiel, zum Beispiel hier auch für das Terrain, Expanded Parks heißt ja, glaube ich, der Mod, um praktisch die Parkgrenzen so ein bisschen zu erweitern. So, Isla Nublar, das ist ja die Insel, so meine Jugend, ja, so Jurassic Park, wer die Filme kennt, ja, das ist ja so meine Zeit. Und da, ja, deswegen starte ich auf der Passsucht, bin ich der Meinung, ja. So ein bisschen tropisch angehaucht, ein bisschen Dschungel, da passen Dinos. Ja. So, nur mal so der Gedanke. Vielleicht später mal eine andere Karte, mal schauen. Und man sieht hier, durch den Mod hat man keine, also die Fläche ist nicht geglättet. Finde ich sehr schön, so kann man den Park nachher direkt in die Natur integrieren, ja. Und hier sieht man mal so quadratisch praktisch gut, sind die Grenzen dieses Parks doch relativ groß. Also man kann hier wirklich viel, viel bauen, und das wird wahrscheinlich einige Folgen dauern, bis der Park dann wirklich fertig ist. Und dann noch weiter verschönert werden kann, ist ja ganz klar. Ja. So, da haben wir schon mal den Startpunkt hier gefunden. Bietet sich ja an, hinten der Wasserfall, wenn man einen schönen Blick da hat. Und die Idee grundsätzlich ist jetzt erstmal die, dass man von hier oben sozusagen den Ankunftspunkt hat und dann gleich natürlich in den Park runterschaut. Also dass sozusagen die Ankunft, war ja so ein bisschen außerhalb oder vor dem Park sich befindet. Ja. Und man schaut so ein bisschen hinunter. Ja, dann hat man von vornherein so ein bisschen den Eindruck, da kann man schon ein bisschen ins Tal schauen, ein bisschen größer. Also deswegen versuche ich auch die gesamte Tal, was jetzt vor uns liegt, so ein bisschen anzuheben. Meine gute Höhen, Tiefen kann man ja immer noch verändern auf die Wasser und so. Das ist ja hier nicht so, man kann ja das Wasser auf bestimmter Höhe setzen. Also. Und womit fangen wir dann jetzt hier an? Mit dem Innovationszentrum, ja, ist ja klar. Also gut, manche bauen das ja nur mitten in der Mitte. Ich fand es eine tolle Idee, dass dieses Ding jetzt gleich so am Anfang steht, so als großer, als Ankunft sozusagen. Aber dieser Ankunftsort oder wie sie den hier nennen, mit dem Hubschrauberlandeplatz, das ist ja wirklich ein bisschen mickrig. Von daher sehe ich das so als mein Startpunkt hier an diesem Innovationszentrum. Ich habe mir ein paar Sachen notiert hier. So für bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich muss ganz ehrlich stehen, nach den Missionen und Chaos-Theorie und so ein bisschen Herausforderungen gespielt, die mir ein bisschen hektisch da voran, habe ich noch nicht einmal ein freies Spiel gespielt. Also wundert euch nicht, zumindest in den ersten Folgen, dass da ein bisschen chaotisch manchmal ist und ich dann halt viel suche. Aber gut, Videos sind ja geschnitten, ihr merkt es ja.
auch das Anfangsvideo, was wir gesehen haben, schon mit den ersten Dinosauriern und so, ist natürlich schon einige Zeit voraus. Klar. Ja, man möchte auch spielen. Also ich habe da mal ganz ehrlich gesagt einfach nur gespielt und habe einfach OBS, also mein Aufnahmesystem, nebenbei laufen lassen. Ja, so hat man einfach die Möglichkeit, ganz entspannt zu spielen. Muss man natürlich nachher ein bisschen mehr Schnittarbeit leisten und die ganzen Geschichten, die ich hier dreimal versucht habe, irgendeinen Weg zu setzen, die schneide ich dann natürlich auch. Müsst ihr euch nicht anschauen, ist klar. So, jetzt wird hier erstmal ein Weg drumherum gepackt. Und dahinter Richtung Wasserfall, haben wir ja auch schon gesehen, da sollte so die ersten Geschichten, Kraftwerk ist ja schon da, aber natürlich auch Expeditionszentrum, vielleicht ein Besucherzentrum, ein Personalzentrum hier und ja, was man so braucht am Anfang, da kommt auch eine Brutstätte schon mal hin und so weiter, weil viele transportiert man ja dann auch per Luft dann zum Gehege, ja. Das ist nun der eigentliche Ankunftsort hier. Wie gesagt, ist ein bisschen mickrig, aber funktioniert. Finde ich immer noch besser, als wenn so eine Bahn aus dem Berg kommt, wie das ja hier in meinen freien Spielen so ist. Auf die Bahn übrigens, diese Schwebebahn oder Einschienenbahn, wie man sie nennt, möchte ich eigentlich in diesem Park komplett verzichten. Das ist mir einfach zu ein bisschen modern und ist mir immer so penetrant zu sehen. Ja. Deswegen mag ich es nicht so. Ja, Expeditionszentrum, Kraftwerk, Schild Altes hier so. Ja, dann kommt natürlich Personalzentrum sollte der noch hin. Und dann, wie gesagt, eine Brutstätte. Und so. Also Sachen, die man so am Anfang erstmal braucht. Weil wir haben ja zwar die Forschung ausgeschaltet, das spart mir ein bisschen natürlich diese ganzen Sachen hier so erforschen, aber das spart mir natürlich nicht, nach den Genen für die Dinos zu suchen. Ja. Hier Besucherzentrum, passt wiederum hier oben ganz schön hin. Ja. Gut, daher wird es ein bisschen schwierig, da einen Weg runter zu finden nach unten, aber mal gucken. Was haben wir denn da? Hier noch eine Brutstätte noch dazu. Da habe ich dann nochmal ein kleines Gehege herangebaut, ja. So, dank verschiedenen Mods, wer sich dafür jetzt interessiert, kann ich ja nochmal gezielt irgendwie zuschreiben oder auch mal erwähnen, müsst ihr mal in den Kommentaren schreiben, wenn da Interesse besteht, was für Mods ich hier benutze, kann, ist nicht toll. Also heißt, es sind schon einige Mods, die hier so ein bisschen mir die Möglichkeiten ermöglichen, hier die Wege breiter zu machen, also Extended Wege. Ja, denn hier ist ein Terrain-Tool, externe Terrain-Tool, dass man ein bisschen steilere Hügel machen kann. Dann haben wir noch ein bisschen was aufgeschrieben, Free-Build, dass man Objekte natürlich bewegen kann, im Nachhinein noch ziemlich wichtig. Man möchte ja nicht immer alles abreißen. Ja. Und ja, genau, der KSV-Toolbox ist so eine, da kann man alles mitmachen. Ja. Also hier diese, dass sich die Wege aneinander snappen, wenn man mit einem Klick abschalten, sehr wichtig. Oder Gebäude oder Objekte letztendlich drehen, ja, und eine Höhe verstellen und so weiter, auch super. Wie gesagt, Extended Parks hatte ich schon erwähnt. Und so ein paar Deko-Geschichten, wie gesagt, wenn da Interesse besteht, einfach mal schreiben, dann werde ich es nochmal genau erwähnen und auch zeigen. Ist leider nicht so einfach mit den Mods wie bei Transportführer 2, wo man ja beim Steam einfach so einen Workshop hat. Denn irgendwie haben sie es leider verpasst, hier dieses Spiel komplett in den Workshop, in Steam Workshop zu integrieren. Aber egal. Das Installieren ist jetzt nicht schwierig, so sollte das nicht heißen. Es ist nur, man muss halt auf, ja, auf eine Mod-Seite gehen. Nexus Mod ist, da findet man die Geschichten und dann kann man da was runterladen. So, jetzt fängt es natürlich schon ein bisschen an mit schönen Machen. Ja, ist ja wichtig. Ja. Auch nicht nur, dass die Wege ein bisschen vernünftig hier sortiert sind, würde ich mal sagen, und ausgewählt sind, sondern so ein bisschen Deko. Aber hier ist erstmal so wirklich so grob Anfang. Ja. Also wer jetzt hofft, hier heute schon einen Dino zu sehen zu bekommen, na, den muss ich jetzt enttäuschen. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, aber hier das erste Gehege fertig haben. Gut, ganz am Anfang habt ihr ja schon ein bisschen sehen können, wie es mal wird. Das ist ja nicht mal ein Mensch hier, nicht mal Personal. Ja. Gut, am Anfang ist meine Kohle ein bisschen knapp, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hab dann auch tatsächlich erst ein bisschen viel eingestellt, da habe ich noch ein paar wieder rausgeschmissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Um ein bisschen Geld zu sparen. Denn tatsächlich habe ich zwar viel Geld eingestellt, aber es waren irgendwie 30 Millionen Dollar. Und die waren halt durch die ewige Bastelei-Ratzzweck, ja.
Gut, nachher ist das natürlich nicht mehr aufzuhalten. Wenn du die ersten Dinos hast, dann verdient man da einen Haufen Geld und dann ja, lässt sich auch. Aber wie gesagt, ich möchte mich ja da nicht ausbremsen lassen. Es soll ein bisschen realistisch sein, dass man nicht unendlich Geld hat, sondern da soll schon Geld reinkommen. Aber ich will mich jetzt auch nicht ausbremsen lassen. Es geht letztendlich um die schöne Gestaltung dieses Parks und nicht um hier um wirtschaftliche Hintergrundgedanken. Ja. Ja. Auch nicht wundern, dass ich hier Gebäude manchmal aus allen Zeitepochen nehme. Ja. Grundsätzlich versuche ich natürlich so ein bisschen in die 80er Jahre Schiene zu fallen, also in die alten, wo Jurassic Park 80er, 90er Jahre war, wo die Filme rauskamen. Ja. Aber hier stehen jetzt mittlerweile dann wahrscheinlich ein paar modernere Gebäude mal dazwischen. Mag auch damals schon irgendwelche Architekten nehmen haben, die ja tolle moderne Gebäude erfunden haben. Also das sehe ich jetzt nicht so dramatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wege halbwegs gerade hier zu hinzukriegen, ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Treppen oder so gibt es irgendwie nicht. Da habe ich jedenfalls keinen Mod gefunden dafür. Da kommen auch immer noch mal so ein paar Mods zwischendurch dazu, übrigens in den nächsten Folgen. Ja. Auch hier gibt es nachher noch eine Erweiterung mit mehr so Gras und Pflanzen, die man hier so pinseln kann. Ja. Das hier eine wirklich wichtige Geschichte, nämlich Hecken zu machen, die jetzt hier so als ja, Hegezaun da in diesem Bereich zu finden sind dann nachher. Aber gut, die Hecken sind wirklich wichtig, um Abgrenzungen zu machen, um dann eine gewisse Schönheit dann doch hinzubekommen. Ist halt so. Man sieht ja schon mal viel angenehmer aus. Ja, zwischendurch nicht vergessen, immer schön Dino suchen, Dino DNA suchen. Gut, hatte ich vergessen, hier die ganze Geschichte mal einzuschalten. Wir haben ja alles erforscht, also können wir auch mal einschalten. Wobei natürlich diese Geschichte natürlich direkt mal die Kosten nach oben treibt. Wie gesagt, zum Schluss ist es egal. Jetzt am Anfang ist es schon ein bisschen... Ah gut, noch haben wir ja 20 Minuten. Aber wie gesagt, am Anfang merkt man ja, dass das Geld immer weniger wird und man muss dann überlegen, dass man die Sachen erstmal übersteht, bis man den Park letztendlich einfach eröffnet. Aber gut, wenn wir gleich sehen, wenn die ersten Geschäfte nämlich da sind, trotz dass ich ja noch nicht mal ein Dino habe, kommt da schon Geld rein, muss man ganz klar sagen. Das ist natürlich ein bisschen nervig, wenn da einer weiß, wenn man diese komische, diese gelbe ist ja von diesem, dass in diesem Bereich Strom zur Verfügung steht, ist natürlich beim Bauen ein bisschen nervig, muss man ganz klar sagen. Ja. Vielleicht kann man es ja irgendwie ausschalten. Im Park selber wollte ich natürlich auf Stromleitungen verzichten. Ja, macht irgendwie die Optik kaputt, aber so wegen der realistischen Seite, so gehen die zumindest zu den Rangerstationen und so weiter, kann man ja am Rand so mal eine Stromleitung langführen, finde ich jetzt nicht unbedingt verkehrt. Ist auch ein optisches Highlight, so eine Stromleitung sicherlich, aber nicht quer durch den Park, da finde ich es ein bisschen blöd. So, jetzt sieht man, hat bloß noch drei angestellt, glaube ich, ja. Oder hatte ich noch? Ja, irgendwie habe ich mich jedenfalls eine ganze Zeit lang... Oh, das ist jetzt stelle ich da noch welche ein. So, sehr mutig, muss man ganz klar sagen. Nee, also wird man nachher sehen, irgendwann reduziere ich diese ganze Geschichte wieder auf drei Leute. Und das ist auch ausreichend am Anfang, denn es geht ja nur um die Expedition. Und da muss man halt ganz... Man muss lang hinmachen, klar, sonst hast du irgendwann keine Dinos, wenn du loslegen willst, aber reicht erstmal. Das nochmal ein... Personalzentrum gewesen, ja. Ja, eigentlich auch Quatsch am Anfang, ja. Triceratops, ja, das sind so eine der ersten. Also klar, mein erstes großes Gehege, was wir dann am Anfang schon gesehen haben in dem Video, ich weiß nicht, ob am Ende jetzt auch noch was davon sehen, wir schon, soll natürlich so die Standard bekannten Brachiosaurus, ja, Stegosaurus und so Parasaurolophus oder wie die heißen, ja, so eine Geschichten. Gallimimus ist da noch mit drin und so eine Sache. Also bekannte Dinos, ja, die sollen da drin umherlaufen. Ne? Müssten sie auch alle mögen, aber ich habe ja eh alle Gemochten eingeschalten. Habe ihn ja wieder ausgeschaltet, wie gesagt. Weil bei diesem alle Gemochten ist es tatsächlich so, dass jeder jeden mag. Irgendwie ist Unians richtig, aber gut. So ein kleines Gehege ist schon mal fertig. Ist eigentlich Quatsch, wird hier nicht genutzt. Kommt nicht mal ein Ranger hin. Auch nicht in den nächsten paar Folgen. Da müssen wir erstmal sowieso schauen. Dient halt nur so als Spaß. Man könnte mal einen Dino da draußen lassen und dann erst
betäuben, wieder einfangen, wegtransportieren, was man ja aber heutzutage schon direkt hier aus dem, aus der Brutstätte raus per Airlift machen kann, ja. Also von daher ist diese Gehege ein bisschen Mist, ein bisschen sinnlos, aber es geht ja, wie gesagt, um die schöne Gestaltung dieses Parks und da gehört so ein Gehege, was man zu Testzwecken nimmt, auch mal dazu, ne. Ah, so ein Zaun ist auch bei diesem erweiterten Mod hierbei. Ja, man sieht den Snap da an und über eine bestimmte Tastenkombination, den seht ihr natürlich jetzt hier nicht, weil ich hier so auf der Tastatur verklimper, kann man denn diese Unsnap-Funktion einfach abschalten. Das ist sehr, sehr, sehr praktisch, das muss man ja ganz klar sagen. Ja. Manchmal ist es sehr hilfreich, so wie jetzt, dann snappt es nämlich genau da an, wo wir mit dem anderen Zaun aufgehört haben. Ja, und dann muss man schnell dabei sein, fingerfertig sein und schnell mit den dementsprechenden Tasten die ganze Geschichte an- abschalten, wenn man es braucht. Das ist ja noch lange nicht hübsch gebaut, das kommt erst viel, viel später. Das waren jetzt erstmal so die grundlegenden Geschichten, ja. Aber ich möchte ja hier unten schon mal weitermachen. Irgendwann müssen wir ja mal mit dem ersten Gehege anfangen, sonst ist es irgendwie blöd, ja, muss man sagen. Da fehlt mir wahrscheinlich manchmal so die grundsätzliche Idee. Also außer diese Idee, die hatte ich natürlich schon. Dieses Gästetor, natürlich so als Gimmick, so als Startpunkt, natürlich da, wo der eigentliche Park erstmal beginnen soll, sozusagen. Hier oben ist sozusagen Ankunft. Ja, sich erstmal informieren und sich auf das freuen, was in dem Park dann ja letztendlich passieren wird. Wird natürlich noch geglättet, der Weg. Ein bisschen blöd aus. So, das ist zum Beispiel eine schöne Sache mit diesem, ich weiß nicht, dieses Friedbild oder nee, Quatsch, das mit dem Kaiwi Toolbox ist der Tool gemacht, ja, dass man diesen Mod, wo man einfach nochmal was anfassen kann nachher und ein bisschen nachher drehen und schieben kann und so, ja. Sehr, sehr wichtig, sonst würde man das nicht so schön hinbekommen. So, hier wird jetzt geglättet, das ist immer so, also glätten tue ich sehr viel, das ist das Schlimme wie bei Transport, muss man ganz klar sagen, hier wird geglättet und geglättet und immer wieder geglättet. So ist es halt. Die grundsätzliche Idee jetzt bei der ganzen Hegegeschichte ist übrigens die, dass einmal ein Außenzaun, ja, macht ja auch Sinn, dass nicht jemand, der von durch den Wald irgendwo angestammelt kommt, da schnell mal in den Park rennt, sondern es soll einen kompletten Außenzaun geben, der die gesamte Gelände nachher umgrenzt, ja logisch, und dann mit einem Stückchen Abstand immer zueinander auch die Gehegezäune. Ja. Die Bereiche dazwischen, so die Idee, sind nachher die Wege für Personal, also für die Ranger sozusagen, die da langfahren, machen sie ja sowieso nicht immer, die machen ja was sie wollen hier. Aber ich versuche zumindest so ein bisschen im Groben zu unterbinden, dass die Ranger hier wie die Blöden durch die nachher irgendwann mal da seinen Besucher also durchrast. Ja, das ist nämlich nicht die Lösung, logischerweise. Kann mal sein, wenn man die nur ausbüchst, dass man so einen Ranger irgendwo da hinschickt oder so, ja, aber nicht grundsätzlich, wenn sie nur mal so nach den Dinos schauen wollen. Wie gesagt, da war ja nicht unendlich Geld hier, also ich habe nicht unendlich Geld eingestellt, bleibt also nichts anderes übrig, als auch Geschäfte hinzubauen. Gut, das ist ein bisschen blöd mit diesem, man muss hier immer Lebensmittel und Essen, Trinken und Klamotten, also man muss immer drei Sachen bauen und die Geschäfte sind ja relativ ähnlich immer. Ich meine, man kann sie wunderbar verschieden gestalten, wenn wir nachher auch sehen. Das auch alles so ein bisschen anders Eindruck machen. Und man muss ja, aber man muss wirklich gezielt wahrscheinlich darüber nachdenken, dass man sie wirklich auch ein bisschen anders anordnet. Manchmal als Reihe nebeneinander kann so eine schöne Art Einkaufspassage darstellen, manchmal aber auch kreuz und quer. Dann gibt es ja die verschiedenen Größen, klein, mittel, groß. Da muss man auch ein bisschen schauen. Ja gut, man muss ein bisschen probieren, dass man so eine kleine Einkaufsecke, Einkaufsgebiet sozusagen dort bastelt. Ja. Ja, so eine Sachen passieren. Weg hin, Weg weg, immer wieder. Wobei, wenn wir auch gleich sehen, ja, dieses Hotel hier sowieso eine ganz blöde Idee irgendwie war. So ist es manchmal. Also die Idee ist sicherlich, dass man hier oben gleich mal ein Hotel hat. Ja, weil natürlich wirtschaftlich gesehen ein bisschen dumm ist, weil man kommt natürlich einen Haufen Besucher nur dann drin, wenn sie die Dinos sehen. Nur die Dinos von Weitem zu sehen, ist ein bisschen schwierig. Also der Blick ist jetzt natürlich ins Dino-Gehege, wunderbar. Nur der Umkreis, den das Spiel jetzt hier so um dieses Hotel macht, ist einfach ein bisschen zu gering und reicht nur ganz leicht ins Gehege hinein. Aber gut, da lasse ich mich trotzdem nicht von abbringen. Da kommt nachher wieder ein Hotel dazu. Aber jetzt erstmal war die bessere Idee so eine Aussichtsplattform.
Aber die reicht natürlich lockerflockig bis ins Gehege hinein. Und ja. So, was haben wir denn da? Eine Toilette, ja, und Schutzraum, ja, muss alles dahin. Ach so, eine Parktour. Ja, habe ich mir so gedacht, dass auf jede Seite oben von diesem Innovationszentrum rechts links kommt irgendwie so eine Parktour hin mit ja, mit denen die Besucher letztendlich müssen sie nicht darunter laufen, also sie können dann schön mit dem Jeep schon mal bis zur nächsten Station sozusagen mitfahren. Ja. Und unten sollen ja auch noch ein paar Hotels sein, so dass sie dann vielleicht von hier aus ja, direkt zum nächsten Hotel können oder wie auch immer. Ja, hier ist, sieht man eine tolle Funktion. Man kann es halt nachträglich drehen. Aber es geht natürlich also mit Tastenkombination so ein bisschen. Ja, man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Aber immerhin ist es eine tolle Funktion, eine tolle Idee. So, die erste Parktour hier. Gut, muss natürlich alles noch geglättet werden, ist klar. Gut, die Geschäfte müssen noch konfiguriert werden. Aber da jetzt eh noch keine Besucher da sind, ist eh Ostern. Obwohl, da rennt schon ein paar rum, ja. Aber man sieht ja, jetzt sind es nur noch 10 Millionen und die Kohle wird weniger. Da sieht man den roten Pfeilen dann eben. Also ist schlecht. Wenn man jetzt hier wie blöd weiterbaut und dann irgendwann hast du gar keine. Ist ja auch schlecht. Also bei dem Spiel gibt es ja so nicht wie Kredit aufnehmen oder so, hast du kein Geld mehr, bist du, gibt da dir eine Zeit vor und dann ist vorbei. Also von daher, ich glaube, das war auch an der Stelle so, dass ich dann langsam mal darüber nachgedacht habe, wo eigentlich die Kosten jetzt entstehen. Na klar, der Bau ist eine Geschichte, aber die laufenden Kosten sind natürlich das Personal letztendlich noch. Also muss erstmal wieder Personal weg. Und schnell Besucher her. Was ja jetzt so passiert. Wenn man sieht, da laufen schon ein paar rum. Die erstmal noch hier grob einstellen, dass die Leute da auch hinwollen. Wie gesagt, man kann so wunderschön dekorieren. Ich hoffe, ich zeige das nachher mal, was man hier für Möglichkeiten hat. Ja, jetzt hier. Ja gut, man kann grundsätzlich alles zufällig auswählen. Nachher habe ich es natürlich versucht, ein bisschen aufeinander abzustimmen und bin dann natürlich oben hier wirklich die Einstellung einzeln durch und macht auch Spaß, muss man das ehrlich sagen. Man denkt immer, oh, wie öde, ja, aber nee, macht schon Spaß. So, die geht jetzt einfach mal boah, weitläufig durch den Wald. Denn an einer anderen Stelle hinein in den Park. So, hier müsste natürlich erstmal der Zaun noch weitergebaut werden. Der Zaun ringsherum besteht nachher auch aus so einer Betonzaun. Ja. Nur hier vorne natürlich nicht, ganz am Anfang. Weil ja die Leute von oben vom Hotel oder von der Aussichtsplattform nicht so eine Betonmauer auf der Nase haben. Also wird grundsätzlich nachher eine Betonmauer gebaut, aber hier erstmal nicht. So, hier haben wir wieder das Problem, dass die Chips nicht so von der Piste rutschen, wenn die Straßen schräg sind, also das, warum die Straßen nicht geglättet werden. Naja, egal. Aber man kann es so ein bisschen, wie man sieht hier, man muss halt die Fälle beachten und muss zwischendurch schauen, dass die Strecken dann halbwegs gerade sind. Ja, das ist halt. Ja, erstmal weiterbauen, ne? Bis irgendwo. Soweit so gut erstmal, ja. Da ist erstmal noch, wie gesagt, leider nicht so viel mit Dinos, aber so ist es. Aber wir haben jetzt schon wieder über 20 Minuten verplempert. Und es soll auch reichen, um euch heute nicht weiter zu belasten. Da sieht man schon ein bisschen mehr von diesem Park, ja. Hinten noch das Kolosseum, das ist aus der Malta-Geschichte. Man kann eine wunderbare Kameraaufnahmen machen, wie man hier erkennen kann. Das Hotel steht jetzt auch wieder da. Und noch so ein paar andere Sachen. Ja, lasst euch überraschen, wie es weitergeht, wen es interessiert oder wer auch mal denkt darüber, also nachdenkt, hier dieses Spiel zu spielen im Schönbaubereich, kann es gerne machen. Ja, und dann schauen wir mal. Ich habe hier schon so eine Mütze, Jurassic Park, ja. Aber ganz ehrlich, noch habe ich sie mir ja nicht verdient. Ja. Also lassen wir das erstmal. Müssen wir erstmal abwarten, ja, bis wir uns diesen Park-Stil verdient haben. Ich denke, es wird ja schön. Ich habe ja nur, wie gesagt, schon ein paar Folgen im Voraus zusammengebastelt für euch. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonniert den Kanal. Bis dann. Ciao, ciao.